Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen beim Medienklagemauer TV. Heute mit einem Medienkommentar zu einem Thema aus der Schweiz, der zum Nachdenken anregen soll, welche Motivation wohl dahinter stecken mag, wenn Medien plötzlich sittlich werden. In diesen Tagen machen sich die schweizerischen Medien wieder einmal für eine Sache stark, die sie sonst üblicherweise eher mit Füßen treten. Für Sitte und Moral. In scheinheiliger Empörung wird ein heimischer Politiker aktuell in einer großen Kampagne an den medialen Pranger gestellt, weil er seiner Freundin Nacktbilder von sich gemailt habe. Geri Müller ist ein schweizerischer Grünenpolitiker und hat sich in der Vergangenheit wiederholt israelkritisch geäußert. Im Ukraine-Konflikt verurteilte er die Rolle der EU mehrfach und äußerte Verständnis für Russlands Interessen, was ihm ebenfalls viel Widerstand einbrachte. Weil er ein zu Hause aufgenommenes Nacktbild von sich selbst angeblich während einer Sitzung im Bundeshaus per Handy verschickt habe, fordern diverse von den Medien aufgepeitschte Politiker nun seinen Rücktritt aus allen Ämtern. Wer so etwas tue, sei in der Politik nicht mehr tragbar, argumentieren sie. Meine Damen und Herren, gerade vor wenigen Tagen wurde die Schweiz von einer staatlich finanzierten sogenannten Stop-AIDS-Plakataktion, die pornografische Bilder von hetero- und homosexuellen Paaren beim Geschlechtsverkehr zeigte, beinahe zugepflastert. Obwohl sich viele Schweizer Bürger aufgebracht dagegen wehrten, empörte sich keine Zeitung des Landes darüber. Sie machten auch keinen Aufstand gegen das in diesem Rahmen vom Bund durchgeführte und somit mit Steuergeldern finanzierte Pornocasting mit über 300 Teilnehmern, bei dem die Darsteller für Sexbilder und Filme der Kampagne ausgewählt wurden. Kein medialer Sittenwächter schrie auf und empörte sich darüber, dass es doch nicht die Sache der Politik sei, ein ganzes Land ungefragt mit pornografischen Darstellungen zu belästigen. Doch bei den intimen Fehltritten eines unbeliebten Politikers wird Anstand und Moral plötzlich wieder zum großen Thema. So werden die privaten Sexbilder des unbequemen Freidenkers Geri Müller nun mit gnadenloser Härte zum Sittenskandal hochgekocht. Diese Scheinheiligkeit muss aufhören. Wenn den Medien wirklich etwas am sittlichen Verhalten der politischen Elite liegt, dann sollten sie wirklich aufdeckenden Journalismus betreiben und die längst dokumentierten perversen Rituale in der hohen Politik ans Licht bringen. Seit Jahrzehnten werden die Opfer grausamer Kinderschändungen und die Überlebenden blutrünstiger Orgien kategorisch von den Medien ignoriert, während in den Zeitungen lediglich die kleinen Schandtäter medial hingerichtet werden. Wie es in der schweizerischen Boulevardzeitung Blick vor einigen Tagen wieder geschah. Ein kleiner Handwerker, genannt Urs W., wurde dort, vermutlich zu Recht, in großen Lettern als Sexsadist gebrandmarkt und in einer reißerischen Story als Monster porträtiert. Geschätzte Zuschauerschaft, wenn es doch nur auch die großen Schandtäter so treffen würde. Sehen Sie sich dazu unsere Medienkommentare vom 12. Januar und vom 14. Februar 2013 über das Gesuch des Kinderschänders Marc Dutroux und über den Fall Jimmy Savile sowie den Dokufilm Sexzwang von Panorama Film an. Guten Abend. Der Fall Dutroux. Belgisches Gespenst oder fortdauernde belgische Geschichte? Zum Hintergrund. Marc Dutroux ist ein belgischer Mörder und Sexualstraftäter, der behauptet, er selbst sei nur Handlanger gewesen. Die entführten, sexuell missbrauchten und getöteten Mädchen seien nicht nur für ihn, sondern auch für Personen aus den höchsten Kreisen der Politik bestimmt gewesen. Während des Prozesses starben 27 Zeugen, die im Prozess aussagen wollten, sogar der Staatsanwalt beging angeblich Selbstmord. Der Fall Dutroux, belgisches Gespenst oder fortdauernde belgische Geschichte? Der belgische Abgeordnete Laurent Louis beschuldigte unter anderem den Premierminister Belgiens, Elio Di Rupo, pädophil zu sein. Diese Aussage stützte er auf verschiedene Fakten aus Vernehmungsprotokollen und Zeugenaussagen. Zudem bezeichnete er einen Journalisten als Beschützer von Pädophilen. Das rief die Brüsseler Generalstaatsanwaltschaft auf den Plan, die bei dem Kammerausschuss für Strafverfolgung die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Laurent Louis beantragte. Zur Erklärung. Parlamentarische Immunität ist der Schutz eines politischen Amtsträgers vor Strafverfolgung aufgrund seines Amtes. Wegen dem Vorwurf der Hehlerei aus Ermittlungselementen der Dutroux-Akte, Verleumdung und Ehrabschneidung wurde die parlamentarische Immunität von Laurent Louis
Ende 2013 aufgehoben. Ein mutiger Abgeordneter, der ans Licht bringt, was offensichtlich verborgen bleiben soll, verliert also seine parlamentarische Immunität. Bei den Politikern, die unter Verdacht stehen, pädophil zu sein, bleibt dagegen die parlamentarische Immunität wie selbstverständlich bestehen und es werden keine Ermittlungen aufgenommen. Nach diesem dubiosen Vorgehen der belgischen Justiz gegen Louis rückt der Fall Dutroux erneut ins Blickfeld und ruft nach einer tiefgreifenden Aufklärung innerhalb der belgischen Justiz und Politik durch ein unabhängiges Gericht. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf unserem Sender. Ich begrüße Sie aus dem Studio Wien mit einem Medienkommentar zu den aktuellsten Ereignissen um Marc Dutroux. Der vor 17 Jahren verurteilte belgische Kinderschänder und Mörder Marc Dutroux behauptet, Opfer von politisch einflussreichen Kreisen gewesen zu sein und beantragt vorzeitige Haftentlassung. Diese Aussage Dutroux verleiht der Rede des belgischen Abgeordneten Laurent Louis zusätzlich Brisanz und Gewicht. Denn am 30. Juni 2012 konfrontierte er das belgische Parlament mit seiner Überzeugung, die offizielle Version des Skandals um den Kinderschänder Marc Dutroux könne nicht der Wahrheit entsprechen. Als Folge davon fand in Belgiens Medien-, Polit- und Rechtskreisen eine Hetzjagd auf Louis statt. Sein Haus wurde fieberhaft durchsucht und seine Internetseite zensiert. Zudem wurde über ihn ein psychiatrisches Gutachten erstellt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Laurent Louis forderte vor dem Parlament unter Berufung auf Artikel 59 der belgischen Verfassung die Einstellung des Verfahrens gegen ihn. Doch das wurde von den zuständigen Kommissionen einstimmig abgelehnt und diese Ablehnung vom Parlament mit 127 zu einer Stimme bestätigt. Worum geht es? Fakt ist, dass 27 Personen, die über Marc Dutroux Verbindungen hätten aussagen können, unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sind. Es scheint tatsächlich, dass das Ausmaß des Skandals sehr viel größer ist als bisher angenommen und dass sehr viele einflussreiche Personen darin involviert sind. Das bestätigte auch die einstige Kindersexsklavin Regina Louf, die als Zeugin X1 in die Polizeiakten einging. Sie konnte zum Beispiel detailliert beschreiben, wie sie die Folterung und regelrechte Hinrichtung ihrer Freundin Christine van Hees mit anschauen musste. Sie sagte aus, dass Geschäftsleute, Politiker und Justizbeamte zugegen waren. Weiterhin berichtete sie von ausschweifenden Sexorgien, auf denen minderjährige Mädchen von perversen Männern benutzt wurden, bis hin zum Ritualmord an einem Baby während einer pädophilen Party. Nach diesen und weiteren überführenden Aussagen von Regina Louf wurde sie kurzerhand für verrückt erklärt, was ihr möglicherweise das Leben rettete. Doch der Fall der Zeugin X1 bekräftigt die Aussage Louis und die Vermutung, dass hier noch ganz andere als die bereits erwähnten Machenschaften am Werk sind. Zum Beispiel die mehrfach erwähnte Möglichkeit, Marc Dutroux habe hohen Mitgliedern eines satanischen Ordens aus Politik, Staatsapparat und Geldadel Kinder und Frauen für rituelle Morde geliefert. Als Bestätigung dieser Annahme können auch die 27 mysteriös ums Leben gekommenen Zeugen gesehen werden. Laut den Aussagen überlebender Kindersexsklaven werden derartige Satansrituale tatsächlich praktiziert. Dabei kommt es oftmals zu Folter- und Tötungsdelikten an Kindern, wobei andere Kinder assistieren oder zusehen müssen. Trotzdem sind diese Enthüllungen in der öffentlichen Wahrnehmung bisher kaum ein Thema. Da stellt sich die nächste brisante Frage: Warum berichten die öffentlichen Medien nicht wahrheitsgemäß und umfassend darüber? Und warum erweist sich die Justiz nicht als das, was sie sein sollte? Ein Organ, das Recht spricht. Als Ergänzung zum heutigen Medienkommentar empfehlen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
auch den Medienkommentar vom 12.01.2013 über den Fall Jimmy Savile sowie den Dokufilm Sexzwang von Panoramafilm. Hiermit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Herzlich willkommen zum heutigen Medienkommentar. In vielen Mainstream-Medien waren gestern Meldungen zu hören und zu lesen über die Kindsmissbrauchsfälle von Jimmy Savile. Jimmy Savile war Moderator von Englands beliebtester Jugendsendung Top of the Pops. Während seines Lebens spendete er Millionen für Waisenhäuser, Kinderkrankenhäuser und Psychiatrien, indem er TV-Spendenmarathons veranstaltete. So wurde er von der englischen Königin zum Ritter geschlagen und auch der Papst ernannte ihn 1990 zum Ritter des Gregorius-Ordens. Derselbe Sir Jimmy Savile missbrauchte jedoch über Jahrzehnte hinweg mindestens 300 Minderjährige, darunter auch behinderte Kinder, in psychiatrischen Kliniken. Einem normal denkenden Menschen ist es unerklärlich, warum dieser Mann über Jahre hinweg ungestraft davonkam, obwohl eigentlich fast alle irgendwie davon wussten und es im Laufe der Zeit doch 6 verschiedene Untersuchungen gab. Was ist der Grund dafür, dass erst nach seinem Ableben eine Lawine ins Rollen kam, welche zu Verhaftungen und weiteren Untersuchungen führte? Jimmy Savile's Neffe Guy Marston sagte aus, dass sein Onkel der Lieferant eines pädophilen Rings war. Auch Parlamentsmitglied Tom Watson sprach bei einer Anhörung im britischen Parlament von einem pädophilen Netzwerk, das bis in die höchsten Ebenen des britischen Parlaments hineinreicht. In der englischen Presse fiel der Name des Premierministers von 1970 bis 1974, Sir Edward Heath. Er wird in Verbindung gebracht mit mehreren Kinderschänderskandalen, so auch mit einem der übelsten in der britischen Geschichte, im Kinderheim Eau de la Garenne auf der Kanalinsel Jersey. Dort wurden über einen langen Zeitraum hinweg hunderte Kinder von mindestens 150 verschiedenen Pädophilen missbraucht, misshandelt, gefoltert und einige sogar getötet. Auch Savile war darin verstrickt und es gab von mehreren Opfern Anschuldigungen gegen ihn, doch hatte dies für ihn keine Folgen. Dafür sorgten hohe Politiker und Geheimdienstkreise, zu welchen er enge Verbindungen pflegte. Diese waren keineswegs daran interessiert, dass der Fall Savile genauer unter die Lupe genommen wird, denn sonst hätte er vielleicht eines Tages all die Namen preisgegeben, denen er Minderjährige vermittelte. Welche Richter bringen den Mut dazu auf, um der vorhandenen Spur bis hin zu den hochrangigsten Persönlichkeiten zu folgen? An dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.